Hi, hallo, Birk. Au! Okay, das lief jetzt aber auch nicht so gut. Okay, also nochmal. Hi, hallo und willkommen zu meinem Video. Ja, heute haben wir den zweiten Teil. Ich muss kurz ablesen. Okay. Entschuldigung, ich habe hier eine riesengroße Liste geschrieben. Und ja. Gut, die zweite Sache, über die ich reden möchte, ist Pudding. Ich habe als Kind habe ich Pudding gehasst. Ja, ich war eins dieser Pudding-Hasskinder, weil meine Mutter hat immer den Pudding so gemacht, dass der total klumpig geworden ist und hart und es war irgendwie grauenhaft. Und ich habe es echt nicht gemocht und ich glaube, ich esse noch einen. Oh, das ist ja furchtbar. Ich schreibe mir noch einen Pudding auf. Ich meine, jetzt habe ich gerade Lust drauf. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass der Pudding halt einfach nicht geschmeckt hat. Und dann habe ich das nicht gemocht. Und dann ist meine große Schwester bei uns eingezogen und die hat mir dann erklärt, dass man beim Pudding immer einen Vorteig machen sollte. Also sozusagen einfach das Puddingpulver, der Zucker und dann halt was, die Milch und dann halt rühren und dann erst das, wenn es dann keine Klümpchen mehr hat, in die kochende Milch reingeben. Und danach habe ich Pudding dann echt gern gegessen, also richtig gerne. Und es tut mir leid, dass es bisher nur ums Essen geht, aber es ist so, die meisten Erinnerungen hat man so einfach an die Zeit als Kind mit Essen, verbindet man mit Essen. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich Pudding gemocht habe und dann gab es von Dr. Oetker, als ich dann so ein bisschen älter war, diese heißen Momenttassen oder wie auch immer die hießen. Und das war dann einfach so eine Tasse, so ein Pudding, den konnte ich in die Tasse reintun. Wisst ihr was? Wartet mal eine Sekunde. Wartet, ich bin. Okay. Kleines Update. Ich habe mich geirrt. Es hieß nicht heißer Moment, sondern es hieß mein Moment. Das waren die Mein Moment-Tassen Puddings von Dr. Oetker, von denen ich rede. Und die habe ich als Kind geliebt. Und ich habe tatsächlich, weil ich immer ein bisschen zu viel von allem gekauft habe und so einen kleinen Sammeltick hatte, ich habe noch eine von denen. Also es ist nicht nur eine, ich habe ehrlich gesagt mehrere, aber die will ich nie einfach so essen, weil das ist so total Kindheitserinnerung. Da muss schon ein ganz besonderes Ereignis stattfinden. Die fühlen sich Nachgang ganz anders auch an. Interessant. Ja, auf jeden Fall. Die schon lange her, die sind aus 2014. Eigentlich 2013, wenn es 14 abläuft. Ja. Auf jeden Fall hat man die da, damals waren die für die Mikrowelle. Und die hat man dann machen können, aber ich habe die konnte ich auch super einfach ohne Mikrowelle machen im Topf. Oh, steht auch drauf. Cool. Ja, auf jeden Fall waren die total, total toll und die waren auch cremig, unglaublich cremig. Ja, auf jeden Fall habe ich dann aus dieser Erinnerung heraus mir die hier gekauft, weil ich mir gedacht habe, oh, wie toll, die gibt's wieder, wie schön, das freut mich, das ist doch mega. Und vor allem, da ist doppelt so viel Puddingpulver fast drin, krass. Und da habe ich die auf jeden Fall gemacht, so wie ich das mich erinnert habe. Und vielleicht sollte ich mal die da auf die Art zubereiten, wie man die zubereitet hat. Aber auf jeden Fall, egal wie man es dreht und wendet, die sind bisher immer nur eine Plörre gewesen. Also es war wirklich immer bloß eine wässrige Geschichte. So ein bisschen wie, ja, wie eine Schokoladenmilch. Aber mehr war da auch nicht. Und es ist immer so traurig. Und dann habe ich es nochmal probiert, weil ich dann gedacht habe, hey, wenigstens eine andere Firma, andere nochmal probieren. Das war noch wässriger. Das war wirklich total grauenhaft wässrig. Und das finde ich so schade. Das ist dann so dieses, wo ich mir denke, nicht alles, was neuer ist, ist besser. Weil es ist so schade, wenn eine Kindheitserinnerung, wo man so eine Kindheitserinnerung hat und dann isst man das und dann ist es einfach komplett anders und es schmeckt fast gar nicht mehr gleich und ist auch viel pappiger geworden. Also wirklich, früher war das so eine wirklich so ein einfach ein Pudding und heutzutage ist es eine pappige Plörre. Ja, das ist schade.
Na gut, das war alles, was ich euch dazu erzählen kann. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.